Matthias ist einfach unglaublich. Matthias hat keine technischen Probleme aus fakultistischer Sicht und ist dazu noch ein Erzmusiker, verfügt über eine wahnsinnige Kondition, wenn man zweimal drei Stunden am Tag dieses unheimlich schwere Programm. Es soll ja angeblich sehr, sehr schwer sein, habe ich gehört. Für Matthias scheint es das nicht unbedingt zu sein. Das hört man nicht. Hört man nicht, nee. Und entsprechend ist das ist natürlich ein Glücksfall. Und was dann, er hat eine Art, dass auf der einen Seite durchaus dieses Rotzige und Klare dieser Musik irgendwie zulässt, auf der anderen Seite auch nie so eine Natürlichkeit verlässt. Es erscheint alles natürlich zu fließen und insofern ist das eine ganz beglückende Zusammenarbeit. Gibt es nicht nochmal. Francais, es sind zwar Fagottkonzerte des 20. Jahrhunderts, französische Musik, wie wir alle wissen, aber er hat natürlich eine gewisse Brücke geschlagen schon zu einer gewissen Unterhaltungsmusik. Seriöse, einfache Musik. Es ist eine hochkomplexe Musik. Und jede Stimme greift in die andere. Gerade in der Kammermusik merkt man das. Es ist für mich eine große Freude und ein Vergnügen, dass wir diese Konzerte machen können. Mit Johannes und auch besonders mit dem Stuttgarter Kammerorchester. Es hat sich während der Produktion, während der Proben des Konzertes und der Produktion herausgestellt, dass wir beide sehr glücklich waren, dass dieses Orchester Lust hatte, diese Konzerte aufzunehmen, da man wirklich ein sehr gutes, sehr professionelles und fittes, technisch fittes Orchester braucht, um das zu bewerkstelligen. Wenn man französische Musik spielt, kann man immer auch an französische Sprache denken. Und während unsere deutsche Sprache immer sehr konsonantenreich und sehr, man würde musikalisch sagen, mit Akzenten und viel Konsonanten. Die französische Sprache schwebt immer und hat viel weniger Akzente und viel weniger Betonungen. Ist viel schwereloser. Mhm. Und entsprechend muss man natürlich auch französische Musik anders spielen. Entsprechend der Sprache. Schwereloser, weniger Betonungen, mehr schwebender. Trotzdem ganz präzise und geistreich. Es ist eine ganz freie, ganz konzentrierte und doch entspannte Arbeit. Und ich glaube, sonst könnte man auch kein Ergebnis hinkriegen, womit man dann glücklich ist. Deswegen habe ich hier das Gefühl, dass es einfach absolut passt.